Die Wahrheit schmerzt manchmal. Ganz, ganz dünnes Eis. Da weht ein eiskalter Wind durch deinen Arbeitsvertrag. DAW-Versteher, dein Podcast im Recording-Blog mit Björn und Jonas. Tag und schön, dass du wieder eingeschaltet hast und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von deinem Lieblingspodcast. Endlich wieder zurück hier in den heiligen Hallen, in der Höhle der Audiolöwen quasi. An meiner Seite, top frisiert, super drauf, top in Schuss und voll auf irischem Trommeldope. Björn, die goldenen Ohren von Schlüter, wollte ich gerade sagen, die goldenen Ohren von Holtweg Schlüter. So ist es richtig. Hey, hey, hey. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zur neuen Folge. Die DAW-Versteher zurück im Storia Mastering Studio. Yes. Und ich freue mich natürlich wahnsinnig, euch den charmanten Herrn hier zu meiner Linken, zu eurer Rechten vorzustellen. Aus Münster-Wolbeck eingeflogen, der Heimwerkerkönig unter den Tonstudio-Betreibern. Vom Mucki. Genau, Jonas, The Trockenbauwand, Wagner. Schön, ja, dass du da bist. Mittlerweile Terrasse, aber ach so, sprechen wir drüber. Dazu später auf jeden Fall mehr. Und falls du das erste Mal dabei sein solltest, wir sind hier zwei Kumpels, die sich einfach regelmäßig treffen, die eigentlich ganz viel telefoniert haben und dann irgendwann festgestellt haben, ey, wir quasseln so viel über Audiozeugs und sonstiges, irgendwie, was in unseren beiden Studios stattfindet. Lass uns mal einen Podcast machen. Haben den dann DAW-Versteher genannt, weil wir beide ein bisschen Ahnung von DAWs haben, also von digitalen Audio-Workstations, aber haben das hier ganz klar als Unterhaltungsformat angelegt. Also hier gibt es natürlich auch Informationen über die Audio-Welt, aber letztendlich eine Menge. Auch viel Quasselquatsch dazwischen und natürlich yes. Auch Kaffee. Kaffee und Quarkbällchen. Quarkbällchen verspeisen wir immer vorher, aber Kaffee, Prosit, gibt's aus der Tasse natürlich. Heiß, schwarz, lecker. Wobei, habe ich falsch gesagt, schwarz heiß lecker, so ist richtig. Genau. Tatsächlich immer nur Südafrika. Also ich, hier in diesem Studio wird so wenig Kaffee verzehrt, wenn du nicht da bist. Unfassbar. Es ist ja gut, dass ich hier regelmäßig vorbeischaue. Und falls du dich fragst, welchen Turnus wir haben, alle zwei Wochen kommt eine neue Folge, auch das nochmal eben vorneweg. Und der Kaffee hier ist noch aus meiner Reise nach Südafrika Anfang des Jahres, als wir dann eine Woche aussetzen mussten, glaube ich. Aber dann letztendlich habe ich leckeren Kaffee mitgebracht. Das hat entschädigt. Und falls du die Folge verpasst hast, wir haben jede Menge Folgen. Dies ist, glaube ich, Folge 60, 61, 62, so die Ecke. Lohnt sich also auf jeden Fall mal durchzusuchten. Das auf jeden Fall schon mal am Rande. Also Durchhaltevermögen haben wir. Ja, so viel auf jeden Fall. Ja, es gibt ja einen Spruch, der tatsächlich auf die Frage, wie wird man erfolgreich, gibt es ja verschiedene Antworten und so weiter. Aber eine ganz essentielle Antwort ist, erfolgreich sind die Leute, die durchgehalten haben und dran geblieben sind. Also auch in den Tälern, wo die Motivation unten war, wo es vielleicht finanziell schwierig war und so weiter. Die Leute, die dran geblieben sind und durchgehalten haben, die sind meistens auch erfolgreich geworden. Stimmt. Apropos die durchgehalten haben. Was hältst du denn vom vermutlich größten TV-Comeback des Jahres, was gerade stattgefunden hat? Ja, ich habe also die natürlich um Stefan Raab. Ja, genau. Also die Einschaltquote war ja sensationell für den Boxkampf. Jetzt weiß ich nicht, ob die Leute wegen Raab eingeschaltet haben oder einfach gucken wollten, wie der was auf die Maske kriegt. Von Frau Halmich. Ich habe schon wieder einen Kommentar gelesen, gestern glaube ich, bei Insta, von Dieter Bohlen, der natürlich auch zu allem eine Meinung hat, ne, der Dieter, der gesagt hat, er würde bei RTL auch jederzeit eine TV-Show kriegen, ohne sich vorher aufs Maul hauen zu lassen. Ja, und fand ich ja schon ein bisschen witzig. Findet ja Free TV statt. Das fand ich eigentlich den spannendsten Move an der ganzen Geschichte, weil ich bin so ein bisschen zwiegespalten. Heute Morgen stand in der Zeitung, dass die Anmeldezahlen für RTL Plus anscheinend ganz gut zu sein scheinen. Ich habe mir aber die Frage gestellt, also dass Leute irgendwie für Game of Thrones oder für den Witcher oder so ein Netflix-Abo abschließen, so partiell und sagen, okay, alles klar, die 8 Folgen ziehe ich mir rein und danach kündige ich das wieder, habe ich mir im Gegenzug die Frage gestellt, ob ich wohl ein RTL Plus Abo abschließen würde, nur weil da jetzt Stefan Raab seine alten Showkonzepte wieder aufgießt irgendwie, und habe die Frage für mich persönlich mit Nein beantwortet, drück den ehemaligen Kollegen, ich komme ja aus dem Geschäft, den ehemaligen Kollegen, aber alle Daumen, dass es gut geht und freue mich, dass ich damit nichts zu tun habe. Ja, ja, Künstlerkarrieren im Bereich der Comedy sind ja auch etwas fragil. Ja. Geworden in letzter Zeit. Aber da wollen wir nicht drüber sprechen heute. Genau, lass uns lieber über schöne Dinge sprechen. Lass uns über was Halbschönes sprechen. Tatsächlich habe ich eine E-Mail bekommen vor ein paar Tagen. Aha. Die hast du wahrscheinlich auch bekommen. Du fängst jetzt, achso, halbschön, ja, ich wollte gerade sagen, du fängst ja direkt heftig an, aber hau mal raus. Ja, also die E-Mail haben ja nicht nur wir beide gekriegt, sondern einige, ja, Tausende oder Millionen Nutzer, wie heißt der, DAW-Versteher, da können wir ja auch mal über eine DAW sprechen, nämlich genau, über Studio One. Studio One, genau. Genau, also unsere DAW, du bist auch noch in Logic unterwegs. Ich bin Cubase. Ja gut. Und Luna. Du kannst ja auch alles. Ich kann links wie rechts. Ja, ich hab's nämlich nicht nur hier, ich hab's auch hier für alle Leute, die uns zumindest zusehen. Genau, für die zuhören, Jonas hat zweimal an Stellen gezeigt, wo nix zu sehen ist. Nein, auf den rechten und linken Muckis. Bizeps.
Ja, Studio One hat announced, wie man ja so schön sagt, bekannt gegeben, dass es künftig keine verkleinerten, wie nennt man das, ja, verkleinerten Versionen, Prime war ja die komplett kostenlose Variante, glaube ich. Ja, ne? Und Artist dann eben diese abgespeckte, so könnte man es besser sagen, mit nicht allen Funktionen. Diese Version wird es zukünftig nicht mehr geben. Sondern leider bis dato meine Empfehlung gewesen, genau, für Einsteiger, weil die für Artist, 99 ne? Euro wirklich eine fast vollumfängliche DAW mit Einmalzahlen und Updates ja, bis zum nächsten Versionssprung, das war wirklich das beste Angebot guter am Deal, Markt, wenn ne? du mich fragst. Ja. Genau, und jetzt gibt es ja nur noch die Pro-Version und ich habe diesen Update-Plan noch nicht so ganz kapiert, der jetzt dann dahinter steckt. Ich glaube, es gibt jetzt erstmal, was ich ja ganz cool finde, für alle, die jetzt quasi Artist-User sind oder noch eine ältere Studio One-Version haben, glaube ich, ein Update auf die neueste. Ein Upgrade, genau. Ein Upgrade genau. auf die im Oktober jetzt erscheinende Studio One 7. Mhm. Version. Für, ich glaube, 149 Dollar, habe ich das richtig gelesen? Genau, das ist ja auch der Preis, glaube ich, immer, den du zahlst von, also immer für ein Version-Update dann. Ich meine, ich habe letztes Mal außerhalb von jedem Sale irgendwie auch 150. Also im Kern auf jeden Fall recht kulant, muss man sagen. Ja. Aber du, so die Subschwingung, die gefiel mir nicht so richtig. Also klar müssen die auch Geld verdienen, ne? Aber da jetzt dann im Gegenzug nur noch die Pro-Version rauszuhauen, also um eine Prime-Version werden sie, glaube ich, nicht drum rumkommen. Ich kenne keinen, der einsteigt und dann sagt, okay, ohne das vorher aus... Also vielleicht gibt es eine 60-Tage-Testversion vorher von Pro. Naja, so. Gibt es das bei Cubase eigentlich noch, dieses LE? Ja, Cubase ist ja noch bescheidener, was das angeht. Irgendwie. Die haben ja sogar die Artist-Version von Cubase, wenn ich das richtig im Kopf habe, ist sogar in der Spurenanzahl eingeschränkt und so weiter. Also wirklich Steinzeit. Nee, Steinberg. Ja, in dem Fall ja. Aber genau, sagt der Trommler. Ja. Aber tatsächlich, da will ich mir jetzt aber nicht drüber ausreden, auslassen über die Upgrade-Politik von verschiedensten Firmen. Also ich muss ja sagen, ich hatte, als ich die Mail aufgemacht habe ja. und so die ersten zwei Sätze gelesen habe, habe ich gedacht, die gehen jetzt komplett auf dieses... auf das Abo-Modell, ne? Ja, auf hab dieses... wie heißt das nochmal? Eigentlich Sphere, aber Sphere, ne? ist mittlerweile, es stand ja auch in der Mail drin, dass es jetzt auf Professional Plus umbenannt wird. Ja, und das ist ja dann, glaube ich, wohl das Abo-Modell, was, glaube ich, also ich habe jetzt nicht gelesen, wie teuer das pro Monat ist, aber ob ich jetzt 149 Euro nur für die DAW als Update zahle pro Jahr, damit ich meine Updates habe, oder ob ich irgendwie, was weiß ich, keine Ahnung, 20 Euro im Monat oder 15 Euro im Monat zahle und dann aber auch alle Plugins, alle Soundpacks, alle sonst was irgendwie dabei habe. Ich verstehe die Idee dahinter, aber Spaß macht es mir erstmal nicht. Ich finde immer der Punkt, von wo du kommst, wenn du jetzt irgendwie beispielsweise die letzten Monate oder so vielleicht mit Studio One Artist gearbeitet hast und festgestellt hast, ja, ich komme mit der DAW gut klar, ja. passt alles für mich ja. und ich würde jetzt so oder so vielleicht auf die Professional-Version upgraden, ja. dann ist es ja vielleicht cool, wenn man jetzt auch noch nicht 1000 andere Plugins gekauft hat und sowas, dann zu sagen, okay, ich hole mir mal dieses Abo, was ja wahrscheinlich auch irgendwie monatlich oder so kündbar ist, und teste das einfach mal aus. Ne? Ja. So wie ja auch viele mal bei Plugin Alliance oder bei Slate oder genau. so mal dieses Abo-Ding machen. Einfach nur, um mal zu gucken, okay, was gibt's da alles? Wie viel ist eigentlich davon dabei, was ich brauche? Genau, ich arbeite mal ein bisschen damit. Und so wie ich das zum Beispiel gemacht habe, ich hatte ja auch mal dieses Mega-Bundle von Plugin Alliance und habe dann geguckt, okay, was benutze ich effektiv wirklich? Ja. Was habe ich jetzt in irgendeinem Projekt mal drin, weil ich es getestet habe? Sondern was benutze ich wirklich? Und habe mir dann diese Plugins einfach ja, in den Sales dann immer so gekauft und habe es dann immer gekündigt. Ne? Ja. Das war so. Ich hatte leider schon zu früh alles gekauft, ja, gut. bevor die das gemacht haben. Das ist ja immer so ein bisschen die Herangehensweise. Aber ja. wenn ich jetzt schon, sagen wir mal so wie wir beide oder viele andere wahrscheinlich auch von unseren Hörern, die schon, weiß ich nicht, UAD und hier noch Plugins und hast du nicht gesehen und Softube und schlag mich tot. So, dann ist es doch nicht interessant, dann zu sagen, ich wechsle jetzt auf dieses Abo-Modell. Vielleicht habe ich irgendwas, klar, vielleicht sehe ich das zu sehr aus der Sicht des Mastering-Engineers, der jetzt keine Sample-Packs und keine VST-Instrumente und sowas benötigt in der großen Anzahl. Aber für mich persönlich ist es halt nicht interessant. Du bist halt auch ein Professional tatsächlich. Ne? Also naja. Wenn die Professional an die Software dran schreiben, soll das ja nur heißen, dass das professionelle Features bietet. Aber du wirst ja deine Masterings nicht mit den Stock-Plugins machen, so zum Beispiel. Ne? Ja. Oder du wirst nicht dieses Track-Cross-Talk irgendwie nutzen, was sie da drin eingebaut. Die haben ja so eine Mischpult-Emulation da auch eingebaut seit Version 5 oder sonst was, irgendwie, die totaler Blödsinn ist. Also zumindest letztes Mal, als ich sie ausprobiert habe. Und sonst Zeug, das willst du ja alles gar nicht nutzen. Das heißt, du nutzt die Grundfunktion der DAW und dann hast du deine 5 oder 6 Plugins, die du brauchst, oder 10 und dein Output und das war's irgendwie, ne?
Und letztendlich der geneigte User, der dann da einsteigt und alle Möglichkeiten nennt. Guck mal, ich habe jetzt gerade einen Mix gemacht irgendwie für einen Kollegen bei uns aus dem Premium-Bereich. Und weil der eben nicht alle Plugins hat, die ich habe, habe ich den Mix komplett mit Stock-Plugins in Studio One 6 jetzt in dem Fall gemacht. Einwandfrei. Ne? Also es ist jetzt, das war jetzt auch, die Spuren war jetzt ein MIDI-Track und er hat eine Trompete dazu eingespielt. Aber insgesamt war ich mit dem Mix recht zufrieden. Habe gedacht, ach guck mal, ich bin auf jeden Fall gut angekommen. Ne? Also klar, würde ich jetzt im Zweifel, wenn er sie hätte, würde ich jetzt noch hier auf dem Masterbus noch was anderes benutzen. Und ich hätte vielleicht jetzt nicht den vom Fat-Channel den 1176 benutzt, sondern vielleicht den anderen, den ich habe. Aber im Kern bin ich da hingekommen, wo ich wollte und kann dann sagen, okay, das ist klar, das hat das System auf jeden Fall abgeliefert. Kann man machen, ne? Ja, ich sag mal so, ich habe diese Presonus-E-Mail gekriegt und gelesen vor ein paar Tagen. Und witzigerweise war ich irgendwie ein paar Stunden später oder so bei Instagram irgendwie so unterwegs und habe just eine Werbeanzeige gelesen. Ja, von Werbung haben wir uns ja letztes Mal schon ausgelassen, genau, über die Intelligenz von Werbung. Genau, und habe eine Werbeanzeige von Steinberg bekommen, das gerade bis, keine Ahnung, ich glaube Ende diesen Monats, wenn mich nicht alles täuscht, alle Steinberg-Programme, also Nuendo, Cubase und Wavelab, ich glaube 50%. Ja, die feiern Geburtstag und haben in dem Zusammenhang... Ach so, okay, du weißt mehr. In dem Zusammenhang haben die halt diesen Drop bei den Preisen. Mhm. Aber die haben auch so eine Art, wie heißt das, so ein Cross-Grade, in dem du, wenn du nachweisen kannst, dass du von einem anderen Hersteller quasi die Software schon hast. Ja, das gibt's ja überall. Dann kriegst du halt die, ja, bei Apple nicht. Also beim Logic gibt's das nicht irgendwie. Aber Logic kostet mit 199 Euro eh nix. Also also natürlich sind 200 Euro viel Geld, aber Apple dafür. Apple halt, genau. Das am Rande, ne? Aber ich habe kurz gezuckt. Mit Wavelab müsstest du doch eigentlich auch einwandfrei arbeiten können, oder nicht? Ja, wie, warum? Ja. Noch nie mitgearbeitet. Ja, also außer mal... Wave-Editor, der jetzt nicht weit weg ist von Isotope RX. Ja, schon. Oder sonst was irgendwie. Ich hab mal in einem Workshop, in so einem einwöchigen Workshop, habe ich mal mit Wavelab arbeiten, Klammer auf, müssen, Klammer zu. Ja. Weil es ist doch wie immer, wenn du es nicht gewohnt bist, mit irgendwas zu arbeiten, es ist immer doof. Ist es erstmal ein Schmerz im Hintern. So. Genau, ne? Du musst halt erstmal gucken, Grundfunktionen, die du halt aus dem Schlaf kennst, die du blind machst, Shortcuts, hast du nicht gesehen. Ja. Das ist natürlich erstmal alles nicht da. Grundsätzlich glaube ich schon, dass diese DAW, die ja absolut zu 100% konzipiert ist fürs Mastering, natürlich noch aus einer etwas anderen Zeit stammend, ist dann die Frage, wie wichtig eine eigenständige Mastering DAW heutzutage, wenn du auch Isotope RX und Co. hast, ist. Ich glaube halt, dass wenn ich irgendwann mal die Zeit hätte, die ich momentan leider vergebens suche, dann würde ich mich damit mal irgendwie ein paar Tage mal auseinandersetzen. Mit Wavelab. Genau, einfach um das nochmal zu testen. Mittlerweile, was mich vor Jahren, wo ich nochmal so ein bisschen links und rechts geguckt habe von Studio One, immer abgehalten hat, das war, dass es ja bedingt Multitrack-fähig war. Ja, ne? Glaub, das haben die aber geändert, ne? Genau, und das haben die in der letzten oder vorletzten Version, glaube ich, geändert, dass du mittlerweile auch mit Stems arbeiten kannst, weil ja doch Stem-Mastering, ja, ich sag mal so 50-50 bei mir ist ungefähr. Echt 50-50? Ja. Wahnsinn. Ich müsste jetzt nachgucken, aber ich würde behaupten, ungefähr 50-50. Kommt natürlich auch immer viel drauf an, in welchen Bereichen man das dann macht. Mhm. Also in welchen Musikstilen vielleicht auch ein bisschen. Ich sag jetzt mal, bei EDM-Tracks, wo in einem Mixing-Projekt schon 48 Sidechains laufen, ist natürlich so ein Stem-Mastering immer ein bisschen schwierig. Gibt es auch Möglichkeiten, weiß ich. Ja, aber da baust du ja quasi den Mix neu auf. Ja, ja, also. Das ist dann schwierig. Aber es gibt's doch relativ häufig. Und witzigerweise sagen ja immer alle, dass oder denken immer alle, dass Stem Mastering so etwas wäre, um einen schlechten Mix zu retten. Habe ich auch schon mal erzählt hier, glaube ich, im Podcast, dass viele immer denken, ja, ich bin nicht so zufrieden oder das funktioniert nicht. Ich mache mal ein Stem Mastering, der reißt das schon raus. So. Witzigerweise, die meisten Stem Mastering Aufträge oder die Mehrzahl, also ich sage jetzt mal mit Sicherheit 75% der Stem Mastering Aufträge, sind eigentlich von anderen Professionals, also von Leuten, die das auch hauptberuflich machen und die einfach sagen, ich habe keine Zeit dafür, dir jetzt einen Mix zu schicken und du hörst den,
deswegen buche ich dich ja auch als Mastering-Ingenieur, nicht weil du irgendwie jetzt einen tollen Knopf drehst, an dem Magic-Button irgendwie, sondern ja auch, weil du das dann erstmal mit frischen Ohren hörst. Genau. Ne? Und dann schreibst du mir eine E-Mail, kannst du bitte nochmal die Drums da an der Stelle so und den Vocals so und keine Ahnung was. Muss jetzt auch jeder für sich entscheiden. Ich weiß, es gibt auch die Puristen, die sagen, das hat ja mit Mastering nichts zu tun. Ja, dann danke. Einfach dann einfach nicht mich buchen. Nächster. Nächster bitte. Aber ein Feedback, ein neutrales Hören, in Anführungsstrichen, frisches Hören gehört natürlich dazu. Ja. Und es gibt einfach Leute, die sagen, ey, ich mache pro Monat 15 Mixe, ich habe gar keine Zeit. Wenn du jetzt, ich schicke dir den Mix freitags, du hörst dienstags rein, dann bin ich schon wieder in einem ganz anderen Projekt drin. Sagen, und dann habe ich zwar bis dahin auch frische Ohren, aber bin in zwei anderen Projekten drin, habe jetzt die Zeit nicht nochmal mit frischen Ohren drin. Also, ich exportiere dir die Stems, klar. Vor allem, weil du ja sowieso mastern, in Anführungszeichen, musst. Ne? Also von daher. Und ob ich jetzt, sagen wir mal, dann die 5 Stems zusammengefügt, ja auch wieder den Mix ergeben. Ja, ne? Sollten. Ich habe dann aber im besten Fall die Möglichkeit zu sagen, boah, der Gitarrensolo ist mir jetzt einfach zu leise und muss nicht mit irgendwelchen fancy Sachen versuchen, den Frequenzbereich des Gitarrensolos nach oben zu bringen, sondern kann einfach den Gitarrenstem automatisieren und sagen, ich mach dann dB lauter oder 2. Ja, genau. So, das ist ja der Vorteil. Also das ist ja keine Rettungsmission, so ein Stem-Mastering, sondern das ist ja einfach nur, um den Prozess zu vereinfachen und weniger, ja, komisches Wort, aber weniger Kollateralschäden halt auch mitzunehmen. Genau. Als kurzer Exkurs in die Richtung. Ist jetzt bei Wavelab auch möglich, mit Stems zu arbeiten. Deswegen und wäre es. Kann man da auch einwandfrei benutzen? Ja, die haben tatsächlich ein eigenes. Ach, die haben ein eigenes. Die haben, habe ich gelesen. Okay. Habe ich natürlich noch nie benutzt oder noch nie gesehen, wie das funktioniert. Aber ja, ich verstehe es auf jeden Fall, Leute von Metric AB abhängig zu machen. Das habe ich jetzt wieder geschafft. Ja, das hast du auf jeden Fall. Inklusive drauf. Controller auch. Ja, also, aber letztes Mal auch schon drüber gesprochen. Und unsere Masterclass, da ist es ja auch sehr gut zu sehen. Die Masterclass Mastering, die hier auch zu finden ist unter dem Video. Da kann man es auch nochmal, kann man dir bei der Arbeit in Anführungszeichen buchen, buchen, zuschauen. Buchen, buchen, buchen. Ja, auf jeden Fall. Geiles Feedback habe ich gekriegt. Ja, ist er. Von Sebo heißt der. Ja. Der hat mir bei Instagram geschrieben, ist jetzt auch schon wieder, war kurz nachdem wir im Prinzipal waren letztes Mal, dass er sich das jetzt gegönnt hätte und das jetzt zum 10. Mal geguckt hätte, weil er sagt, das ist sehr viel Information und so geschrieben hat, er hätte für Masterclasses auch schon das 10-fache ausgegeben und nicht ein 1/10 so viel relevante Informationen bekommen. Mehr wollen wir doch gar nicht wissen, mehr oder? Will ich gar nicht hören. Ja. Genau, hat mich sehr gefreut. Also, wenn ihr Bock habt, genau, ist nicht nur interessant für Leute, die jetzt sagen, ich will jetzt nächste Woche ein Mastering-Studio aufmachen, sondern ist vor allem auch interessant, vielleicht aus Produzenten- oder Mixing-Engineer-Sicht da mal zu schauen, okay, was sind denn dann die Herangehensweisen? Also, auf jeden Fall mal ausschauen. Und falls ihr euch wundern solltet, warum die Masterclass hier unter dem Video, also falls ihr bei YouTube zuschauen solltet, unter dem Video mit so einem komischen Preis verbunden ist. Ich muss für den Shop, in dem ich da die Masterclass anbiete, den Preis in Dollar angeben. Der wird dann umgerechnet. Das ist also kein Fake-Preis oder sonst was irgendwie. Falls du dich damit aber nicht wohlfühlen solltest, geh einfach auf recordingblog.com/shop und da findest du oben rechts findest einen Shop und dann kannst du da reingehen und die Masterclass da auch käuflich erwerben und uns beiden damit auch gleichzeitig einen Kaffee ausgeben, mehr oder weniger, und unterstützt den Kanal nämlich damit dann auch. Das ist dann, kommt dann auch hier wieder an in den Tassen, die schon fast wieder leer sind. Wie mein Lieblings-Grill-Influencer immer sagt, Werbung Ende. Na, ich find's ganz spannend irgendwie. Ich habe ja neulich auch ein Video gemacht, wo ich auch gedacht habe, ob ich da Werbung dran schreibe, aber nein, ich habe ja alles selber bezahlt und deswegen ist das halt quasi keine Werbung, sondern maximal eine Influenz, die ich da, also eine Beeinflussung, die ich da vornehme. Aber eben spannend, weil ich ja schon über Wochen jetzt erzählt habe, dass ich einen Kopfhörer in der Ukraine bestellt habe. Ne? Und tatsächlich ist er angekommen. Und zwar einen Tag nach dem Mix-Wochenende, was wir im Prinzipalstudio gemacht haben. Leider, sonst hätte ich den Mix-Leuten da das auch schon mitbringen können. Und hab den dann ausgepackt. Also erstmal kein fancy Bling-Bling sonst was irgendwie. Ne? Da kam also so ein useliger Karton, der auch schon wirklich ein paar Kilometer gesehen hat, weil er kam direkt aus Charkiw. Oh, hä? So, und in Charkiw da ist ja doch immer noch ziemlich, oder? Ich will jetzt nicht despektierlich sein, aber es ist echt Bombenstimmung in Charkiw. Dass der Kollege da überhaupt arbeiten kann und von da aus verschicken kann, finde ich mehr als respektabel. Heftig. Ne? Und dann kam dieses Paket aus Charkiw und ich musste dann noch 17 € Zoll nachbezahlen. Aber bin dann bei einem Kaufpreis von
360, 370 Euro insgesamt runtergekommen. Mhm. So, das Versprechen war ja, der ist mindestens so gut wie der LCD 2 von Odyssey, den ich habe, der ja 800 Euro plus kostet. Mhm. Ne? Und wir beiden waren ja letztes Jahr auf der Studioszene in Hamburg und haben da ja auch den MM500 gehört, mhm, den Mani Marroca 500 Kopfhörer für 2000 irgendwas Euro, mhm, der uns beide so ein bisschen... Ja, da war ich schon... Beeindruckt hat, sagen wir mal so. Ne? Ja. So, also mit dem im Hinterkopf und natürlich mit dem, dass ich auch neulich den Superlux so hochgehoben habe, diesen HD681, den gibt es jetzt auch als Evo für 32,90. So, auch Link unten unter dem Video, falls ihr mal ausprobieren wollt, was ein Kopfhörer für 32,90 kann, lohnt sich auf jeden Fall. Im Zweifel noch mal eine Minute zurückspulen, wenn ihr alle Typenbezeichnungen auch hundertprozentig bekriegt. Du merkst, ich bin voll drin. Voll im Thema. Aber zurück zum Kopfhörer aus der Ukraine. Der Wie heißt der denn? Verum 1 heißt der. Verum. Ja, ist auch das einzige Modell, was da angeboten wird. Und der Verum, die Homepage heißt auch Verum Audio, kann ich auch unten in die Shownotes nochmal reinpacken, auf jeden Fall. Verum 1. Und den gibt es halt einmal mit so einer Carbon-Optik irgendwie, also außen so eine Umrandung dran, in Carbon-Optik oder in Holz-Optik. Das ist da eigentlich der einzige Unterschied zwischen den beiden. Das ist ein offener Kopfhörer. Der kam dann halt, wie gesagt, in diesem ollen Karton in Knisterfolie. Kein tolles Köfferchen wie bei Odyssey. Kein Hasse nicht gesehen, sondern einfach nur Kopfhörer drin, Knickerfolie drumherum, irgendwie Kabel rein, Ende. Auch kein Tütchen drumherum, sonst was irgendwie so, alles klar, ich den dann da gehabt, irgendwie, okay, alles klar. Und dann habe ich mir tatsächlich ja die Mühe gemacht, in dem Video, oder den Spaß gemacht, in dem Video das Unboxing zu machen. Ne? Mhm. Also ich habe dann wirklich ein Live-Video gemacht, habe gedacht, komm, ich nehme euch alle mit, alle Zuhörer und alle Zuschauer. Falls du es verpasst hast, guck nochmal im YouTube-Kanal nach. Und habe dann wirklich Messer raus, aufgemacht, Knickerfolie, Kopfhörer raus, so kurz gezeigt. Hier, sieht ganz schicki aus irgendwie, ist jetzt nicht so ultimativ hochwertig verarbeitet wie der Odyssey, kostet aber ja auch nur 370 Euro, ne? Aber ist trotzdem so, macht seinen Studioalltag 100 Pro, ne? Sehr, mhm, sehr pragmatisch das ganze Ding, ne? Also musst du, wenn du die Kopfhörermuscheln verschieben willst, musst du halt losschrauben und runter, so eine Rasterung runter machen und nicht einfach nur frei verstellbar und so weiter. Aber wenigstens irgendwie nicht so richtig schön, so. Ne? Und interessanterweise war der für meinen Kopf auch direkt richtig eingestellt. Ich habe eher so einen kleinen Kopf oberhalb der Ohren. Da muss ich immer, bei mir reichen die Kopfhörer meistens nicht aus und die muss ich ganz zurückstellen auf ganz klein, so für Kinder, und dann passt der auf meine Ohren. So, geschenkt. Mhm. So, und dann kam der Moment, der Magic Moment, und ich hatte, wie gesagt, meinen Odyssey parat gelegt, den LCD 2 für, wie gesagt, 800 Euro und eben den Verum, und dann habe ich aufgelegt und hat einen Song aufgenommen oder abgespielt, den ich auch schon kannte, den wir auch letztes Jahr aufgenommen haben. Mhm. Und war ehrlich gesagt ziemlich irritiert, ob des Sounds, der mir entgegenschlug, weil das war tatsächlich gut. Also du ist ja eigentlich ein Reaction-Video dann geworden, ne? Weil du, du siehst dann, wie ich Musik höre, und das ist ja ein extrem subjektiver Prozess, über einen Kopfhörer Musik zu hören. Ne? Das ist also wirklich, der eine schwört auf den 990 von Beyer Dynamic und sagt, reicht mir vollkommen okay. Irgendwie der andere sagt, nee, es muss das 5000 Euro Modell von sonst wie sein oder sonst was irgendwie. Und so weiter und so fort. Also sehr subjektiv. Und ich habe dann wirklich hin und her gewechselt, und natürlich ist das suboptimal. Kopfhörer sind immer suboptimal, weil du nimmst den einen ab, du setzt den anderen auf. In der Zwischenzeit könnten sich deine Ohren schon, wer weiß wo, einjustieren. Ja, kannst du einfach A, B umschalten. Aber insgesamt bleibt übrig, dass der Verum tatsächlich ein bisschen mehr Substanz untenrum hat, ohne dick aufzutragen, dass er ein bisschen feiner oben auflöst als der LCD 2, also ein bisschen mehr Schimmer oben hat, also ein bisschen heller klingt auch, aber ohne britzlig zu sein. Und insgesamt habe ich jetzt viel Musik darüber gehört und muss wirklich sagen, leider geil. Okay. Also wirklich ein Kopfhörer. Ich bringe ihn nächstes Mal mit. Ja. Kannst du auch hören, weil wir heute keine Zeit, aber nächstes Mal kannst du auch hören. Und bin wirklich schwer beeindruckt und werde jetzt wahrscheinlich meinen Odyssey an die Sonne hängen, damit sich jemand anders drüber freuen kann. Ja. Und bin mit dem vollkommen spannend. Glücklich, muss ich schon fast sagen, weil das ist wirklich ein richtig toller Kopfhörer. Ist auch noch ein bisschen leichter als der Odyssey, das kommt auch noch hinzu. Mhm. Und ich glaube, auf der nächsten Messe, wo ich sein werde, möchte ich den mal gegen den MM500 hören, weil der spielt definitiv nicht nur eine Klasse höher, dann wäre ja bei dem LCD 2, sondern ich glaube, der spielt sogar noch in der Klasse drüber noch ein kleines bisschen. Okay. Und das für 370 Euro, da war ich schon sehr positiv angetan. Muss allerdings dazu sein, der Bestellprozess war ein Schmerz im Hintern. Das war wirklich Abenteuer, da zu bestellen, weil die Kommunikation mit Ukraine unter den Bedingungen ist jetzt nicht so top irgendwie. Dann hast du so einen Zahlungsdienstanbieter, wo du wirklich Vertrauen aufbringen musst, und dann die Kommunikation schlief dann zwischendurch ein, wo du denkst, so, okay, habe ich einfach nur eine großzügige Spende das gemacht hat er oder ja was? Vielleicht nicht selber in der Hand. Dann, so, ne?
Aber und der ist auch, glaube ich, eine One-Man-Show, der Igor heißt er, glaube ich. Mhm. Ne? Also, dass der wirklich das alles alleine macht. Fährt sich der quasi auf Bestellung erst, oder was? Ja, genau, okay. Mehr oder weniger. Mhm. Ne? Also, der legt sich jetzt nicht 700 Stück auf Lager und haut dann raus oder so. Aber ich kann auf jeden Fall unterstreichen, ein wirklich guter Kopfhörer. So. Ich habe auch eine Kopfhörergeschichte. Ja, erzähl. Ich habe meinen Kopfhörer verkauft. Du bist ja so ein großer Freund von Kopfhörern. Ja, wie ihr die treuen Zuhörer ja wissen, bin ich ja so. Du hattest einen Sennheiser HD660S, wenn genau. Ich mich nicht täusche. Ja, ich habe den tatsächlich jetzt schon seit, wie lange hatte ich den? Fast 5 Jahre. Mhm. Ich glaube, zum letzten Mal auf den Ohren hatte ich ihn. Aber wobei, ist doch noch nicht so lange her. Bei der Masterclass, ne? Hast du da auch, nee, da hatte ich, glaube ich, einen DT770 auf. Ah, okay. Aber den hatte ich, glaube ich, ja auch nur bei dem Q&A nachher auf. Ach so, stimmt. Ich glaube, in der Masterclass selber habe ich es ja über... Stimmt, wir haben über Boxen gearbeitet. Ich musste immer Mute und Unmute machen, wenn du reden wolltest. Genau. nee, zuletzt hatte ich den mal auf den Ohren, als Studio One die Atmos-Funktion rausgebracht hat. Da wollte ich das mal testen. Ja. Und da hatte ich den mal auf. Außerhalb dieser 20 Minuten, würde ich jetzt behaupten, hatte ich den seit bestimmt 4 Jahren nicht mehr auf. Das ist quasi neuwertig. Also er ist wirklich... Ich habe ihn jetzt, als ich ihn verpackt habe, habe ich mir angeguckt, da war ein bisschen Staub drauf. Aber ansonsten, auf der Verpackung oder auf dem Kopfhörer? Auf dem Kopfhörer. Der lag ja hier tatsächlich immer auf meinen Bassfallen irgendwie rum. Ja. Für den Fall weiß ich ja auch dass nicht, du ihn mal dringend brauchst. Dass ich ihn mal brauche. Also ich hab, da war ein bisschen Staub drauf, den habe ich runtergemacht. Ansonsten, die Ohrpolster sehen wirklich komplett neu aus. Ja. Da ist wirklich nichts dran. Da ist, glaube ich, noch kein Milliliter Schweiß reingeflossen oder so. Nicht mal Angstschweiß. Kein Angstschweiß. Also er hat jetzt einen sehr guten Nachfolger gefunden, so kann man sagen. Das ist doch schön. Nämlich der Schlagzeuger aus meiner Big Band, die ich musikalisch leite. Der freut sich jetzt darüber. Der freut sich jetzt auf einen schönen Kopfhörer, mit dem man, also der ist ja wirklich, man könnte jetzt sagen neutral, einige würden sagen langweilig irgendwie. Wie? Ja, genau. Also er ist schon wirklich sehr steril, könnte man sagen. Ist ja so, gerade bei Klassik-Fans ist der relativ beliebt. Mhm. Ist ja auch so ein Zwischenmodell-Ding irgendwie. Ich habe den 650, den ich jetzt demnächst dann auch an die Sonne hängen werde, tatsächlich, weil den brauche ich jetzt definitiv. Ist ein sehr guter Kopfhörer, außer Frage. Aber dadurch, dass die Elektrostaten eben der LCD2 oder auch der Verum 1 nochmal auf einem anderen Niveau spielen, brauche ich den HD 650 jetzt nicht. Nee, das heißt, und vor allem offene Kopfhörer kannst du ja sowieso nicht gebrauchen. Also wenn dann... Außerhalb von geschlossenen Wänden ist... Ja, also zum Arbeiten ja, aber du kannst ja nun mal immer nur einen Kopfhörer gleichzeitig aufsetzen. Das kommt noch hinzu. Das einzige Argument wäre, ich habe auch hier so eine Kiste, wo ich, glaube ich, 10 geschlossene Kopfhörer drin habe. Für Aufnahmen. Genau. Ja. Ne, da habe ich auch mal, müsste ich mal nachgucken, auch von Superlux, so habe ich da 10 Stück, glaube ich. 8 Stück, genau. Ja, immer ehrlich. Weiß ich gar nicht, also 62F oder so. Wer weiß das? Das ist, glaube ich, auch ein Sennheiser-Nachmache, 62F. Keine Ahnung. Müsste ich nachgucken. Hat Hauptsache damals, glaube ich, 29 oder 25 Euro gekostet. Habe ich für so Orchester- und Big-Band-Sachen, wo du dann wirklich, sagen wir mal, 8, 10 Leute gleichzeitig mit einem Kopfhörer ausstatten musst. Dafür habe ich die gekauft. Dafür ist der brachial gut, tatsächlich. Aber damit jetzt irgendwie arbeiten, würde ich nicht unbedingt. Deswegen, also sich jetzt irgendwie 10 offene Kopfhörer für Mixing oder Mastering, wie auch immer, hinzulegen, macht ja keinen Sinn. Ich habe mir immer irgendwann aus historischer Verklärtheit oder so, diesen, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt, diesen grauen Kopfhörer, weißt du, den du so bei den Beatles-Aufnahmen gesehen hast. Das ist so ein großer, grauer Kopfhörer, der bis in den 70ern oder auch teilweise bis heute noch in Studios gebraucht wird irgendwie. Den habe ich mir mal zugelegt, weil ich gedacht habe, okay, wenn die den alle auf dem Ohr haben, dann wird der ja was können. Kannst du ja auch spielen, so wie die. Ja, genau. Naja, das vielleicht auch, aber auf jeden Fall habe ich gedacht, naja, wenn die den alle benutzen, wird der ja okay sein. Was für eine Grütze. Also das, also gut, ist eine Mittenschleuder hoch 10. Irgendwie, das ist schon okay. Du kannst also alles erkennen, was du machst irgendwie, aber mit Wohlfühlfaktor hatte das sehr wenig zu tun. Das ist ja auch immer so ein bisschen die Frage bei Kopfhörern, ne? Ich meine, Geschmackssache hoch 10, willst du damit arbeiten, willst du damit Sachen kontrollieren, ne? Willst du irgendwie, wenn du den ganzen Tag Podcast mischt oder sowas oder Sprache, dann hast du natürlich ein anderes Aufgabengebiet, als wenn du jetzt versuchst, damit zu mastern oder sowas. Ja. Ne? Gibt auch Leute, die das machen, keine Frage, auch erfolgreiche Leute, die das machen. Für mich ist es nichts. Und ich hatte den Kopfhörer reingestellt irgendwie über Kleinanzeigen und auch bei Instagram. Da habe ich direkt Nachrichten gekriegt von Leuten. Okay, gibt es ein Update irgendwie? Was kommt jetzt? Odyssey und so. Ja. Ich habe gesagt... Erstmal
Ich habe gesagt, es gibt kein Update. Zumindest das einzige Update, was ich in Betracht ziehen würde, wäre dann dementsprechend das, was wir letztes Jahr gehört haben. Den MM500 vielleicht, ja, ja, genau. Ja. Was dich dann aber befähigen würde, auch woanders mal zu arbeiten, ja, als im Studio. Das ist tatsächlich, ne, die Sache, weil ich jetzt ja, da können wir ja jetzt mal lustig rüber switchen zu dem, ja, Thema, wenn du Lust hast. Ich bin jetzt ja länger nicht hier. Tatsächlich, also nicht in Holtwig, meinst du? Länger nicht in Holtwig, sprich länger nicht im Studio, was mehrere Gründe hat, was mich auch schon sehr nervös machen lässt. Also nicht ob des Umstands, was dann passiert, sondern, ja, ob des Umstands, dass ich noch nie so lange am Stück nicht im Studio war, seit ungefähr, ja, ziemlich genau 5 Jahre. Krass. War ich nicht länger als, ich glaube, 6 oder 7 Tage nicht im Studio. Ja, mein letzter Urlaub ist jetzt ja auch schon wieder 16 Monate her. 15, ja, und ich erinnere Monate. Mich, dass du mal gesagt hast, irgendwie, dass dir Urlaub nicht so wichtig ist und dass du ja noch gar nicht, dass du vor allem nicht so lange hier raus willst oder sonst, genau, was, weil dir das ja auch Spaß macht und so weiter und so fort. Genau, das ist ja schon... Es ist ja nicht so, ne, dass man die Schippe wegschmeißt und dann 2 Wochen auf Urlaub geht oder so, sondern... Können wir Solo-Entrepreneurs, wir, ja, Alleinunterhalter, selbstständige... Wirtschaftlich, ja, aber halt auch so vom... Wir machen das ja auch einfach gerne. Ja. Das ist ja nicht so, scheiße, wir müssen schon wieder ins Studio gehen, schon wieder arbeiten, sondern das ist ja... Ja, das ist ja nun mal auch so Herzblut und... Deswegen sind ja meine 2 Wochen, die ich jetzt auf der Insel verbringe, sind für mich auch, habe ich jetzt das neue Wort gelernt, Workation. Weil ich arbeite da ja auch immer, ne? Mhm. Ich bin also im Süden, sitze auf dem Balkon, gucke aufs Meer. Aber arbeite da eigentlich auch 6 Stunden am Tag Dinge, die ich sonst nicht mache. Das Einzige, was ich da nicht machen kann, ist halt Videos aufnehmen. Da brauche ich mein Studio für, weil da ist die Kameratechnik, Licht, Ton, hm, etc. pp. und so weiter. Aber alles andere, was drumherum läuft, das ist ja auch sehr viel, das kann ich da machen und zwar in Ruhe. Und deswegen nenne ich das ab jetzt Workation. Workation. Ja, keine Vacation, sondern Workation. Macht Sinn. Und das soll auch keine Ausrede sein, so nach dem Motto, ja, der will ja nur schönreden, warum er jetzt in den Süden fliegt oder sonst was. Irgendwie, ja, mal davon ab, dass ich dieses Jahr... Doch, ich war schon in Südafrika, also ich bin der Letzte, der sich beschweren darf irgendwie, aber... Ja. Ja, aber der Trend geht ja zum Zweiturlaub. Nehmen wir es mal so. Aber für dich ja ganz spannend, weil du ja auch so eine Art, ja, auch so eine Art Workation hast, wenn du überlegst, ne? Also die erste Zeit wirst du ja auf jeden Fall arbeiten, genau, in Frankreich, ne? Frankreich, wie, genau, viel Französisch sprichst du denn? Oh, je m'appelle Björn. Alles schon mal gut. Ja. Ich lerne es gerade, muss ich dazu sagen, weil mein Sohn, also ich lerne es natürlich nicht, aber mein Sohn hat jetzt gerade Französisch in der Schule bekommen und ich bekomme jetzt quasi so als Seiteneffekt bekomme ich jetzt quasi, Side-Effekt kriege ich jetzt quasi mehrere Wörter irgendwie zugeschossen, okay, die sich jetzt in meinem Hirn einbrennen dürfen. Also Französisch ist sehr schwierig bei mir. Ja. Wobei ich gelernt habe mal auf Tour in, wo waren wir da? Ah, weiß ich gar nicht mehr, ist schon Jahre her. Da habe ich von einem älteren Herrn gelernt, dass er es geschafft hat, überall auf der Welt ein großes Bier zu bestellen, egal welcher Sprache. Das ist der wichtigste Spruch schon mal. Ja, also das muss ich noch lernen. Ne? Ja. Un grande cerveza, por favor. Wobei, ne, ist eher Spanisch. Nein, parlez-vous croissant? Croissant? Parlez-vous croissant? Okay. Und dann mal gucken, was passiert. Ich werd das einfach mal testen. Es gibt ja mittlerweile auch technische Hilfsmittel. Ja, tatsächlich. Aber ich hoffe ja drauf, dass ich auf der Tour vielleicht gar nicht so viel in die Bredouille komme, irgendwie mich verständigen. Bier, ne? Die trinken ja dann Cider oder beziehungsweise Cidre in Frankreich. Dann ja, und Weinchen, Appel, ne, wahrscheinlich Appel, auch. Gegorener Apfelwein. Ja, ja. Wein, sonst auch so irgendwie, ne, so ein Kram. Anteil, ja. Genau, also nächste Woche geht es auf Tour nach Frankreich mit Mr. Irish Bastard. Und du hast versprochen, dass du erzählst, kurz bevor es losgeht, beim letzten Mal, wie die Probe gelaufen ist und wie die Vorbereitung ist und so weiter. Dann mach das doch mal bitte. Weil mich interessiert es nämlich auch. Du meinst jetzt die Probe, die wir hatten, oder meinst du jetzt meinen ganzen du Prozess? Du hast letztes Mal gesagt, dass wir dieses Mal deutlich mehr darüber sprechen werden, weil ja dann Probe, Vorbereitung etc. Okay. und so weiter im finalen Stadium ist und du voll drauf bist. Vielleicht kann ich erstmal, oder vielleicht fange ich vorne an. Ja. Also die Band heißt Mr. Irish Bastard, kommt aus Münster. Gibt es jetzt, ja, ich glaube auch schon 10, 15 Jahre irgendwie die Ecke. Die machen Irish Folk Punk. Das ist ja eigentlich ein relativ bekanntes Genre mittlerweile. Gibt es ja so Größen, Dropkick Murphys, Flogging Molly, so die Richtung. Im Grunde genommen hast du halt eine Punk- oder klassische Rockband, ne? Ja. Schlagzeug, Bass, Gitarre. Mhm. Und in dem Fall kommen halt irische Instrumente dazu. Also eine Tin Whistle. Tin Whistle. Tin, ne? Ja. Tin Whistle. Eine Violine. Flöte.
Genau, eine Violine, also eine Geige. Eine Fiddle. Ja, genau. Und Banjo und Mandoline. Ah, okay. Ja, also das sind, also Backpipe? Nee, in dem Fall nicht. Und früher hatten die, glaube ich, auch noch Akkordeon mittlerweile, aber oder aktuell in der Besetzung nicht. Genau. Hinzu kommt dann noch der Frontsänger, der Chris, der auch Akustikgitarre spielt. Mhm. Genau, das ist im Prinzip das Line-Up und du hast grundsätzlich sehr, sehr straighte Punk-Rock-Musik, sage ich jetzt mal, wo dann halt diese melodischen Elemente, diese melodischen Elemente reinkommen. Es geht eben sehr, sehr viel um dieses typisch irische, dieses zum einen um diese ganze Bier-Geschichte. Für mich ist das ja Pokes, ne? Also die Musik von den Pokes ist ja quasi für mich irischer Punk-Rock irgendwie gewesen, so die Abteilung mit. Ne? Ja, also die Titel, ne? I Hope They Sell Beer in Hell. Ja, und, aber hallo! New York's Irish Navy, McGregor, Irish Hooligan, so. Also es, ne, wie gesagt, es ist thematisch klar, was passiert. Irgendwie, also es ist, wie sagte mir der Chris auch, ja, wir machen ja betreutes Trinken. Nein, also das klingt jetzt ein bisschen, glaube ich, sehr, sehr übertrieben, wenn man das so darstellt. Ja. Es ist schon natürlich jedes Konzert ist ja ein Fest. Eine auch Party quasi, ja genau. Aber da vielleicht nochmal 5% mehr. Ich bin da darauf aufmerksam geworden, dass die aktuell jemanden suchen für Schlagzeug, für diverse Mucken dann sozusagen und habe mich da beworben oder habe mich da kontaktiert sozusagen. Also quasi so eine Liste gemacht. Also Punk war ich, Bier trinke ich, mag ich. Schlagzeug habe ich. Ich melde mich da, glaube ich, mal. Genau. Da, auf der Kontraliste stand nix. Nein. Ja, Training. Und dann, ja, genau. Muss man dran arbeiten. So eine 2-Stunden-Show in dem Musikstil ist als Schlagzeuger doch ein ganz gutes Workout auch. Aber hallo, dann lass uns doch mal diese Folge auch als Vorher-Nachher-Bild nehmen. Naja, gut. Also zu dem Thema, tatsächlich habe ich am Anfang, oder als das dann klar war, dass das passiert, war ich bei einer Probe da und habe dann auch die Setlist bekommen. Das sind, glaube ich, 20 Songs oder so. Mhm. Also schon eine Menge natürlich zum Lernen. Ich habe mir dann so ein Konzept gemacht, Leadsheets geschrieben, ja. Ne? So in einem ganz eigenen Stil irgendwie, wie ich damit halt klarkomme. Also so eine schön Mischung. So eine Partitur aufgeschrieben, die man dann immer schön gemächlich umblättert, genau. Zwischendurch. Aufgeschrieben, in welcher Tonart. Ja. Nein, genau, also eine Mischung aus Notation tatsächlich und Leadsheet. So, ja, ne? Okay. Das hat aber super funktioniert, ne? Weil ich immer der Meinung bin, letzten Endes hilft mir das ja jetzt nicht, wenn ich aufschreibe, Strophe, Refrain, C-Paar, wenn ich nicht weiß, ob die Strophe 8 oder 12 Takte hat. Ja, hast du am Tablet gemacht oder hast du Papier? Ja, genau, am iPad, genau, total cool. Mit hinterlegtem Tempo jetzt auch. Das heißt, der Klick läuft dann auch übers iPad und solche Geschichten. Ja. Mega cool. War für mich so ein bisschen ja seit langem mal wieder so ein Projekt in der aktuellen Zeit. Ja, und willkommen im neuen Jahrtausend quasi, wie man heutzutage ganz genau, arbeitet. Ne? Ich habe noch blöckeweise Leadsheets von Top 40 und so. Ja. Einfach so College-Blöcke und so ein Scheiß. Ja, ja. Ne? Total bescheuert, wie man das früher gemacht hat. Hat auch funktioniert. Naja, is auf jeden Fall. Is this the way to Amarillo? Ja. Ne? Hey, 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 beautiful Sunday. Ist das jetzt unter A wie Amarillo oder oder B wie Beautiful Sunday. Ja. Egal, hat auch funktioniert, hat auch Spaß gemacht. Vor allem nach dem 10. Mal spielen brauchtest du sowieso ja kein Lied mehr dafür. Ja gut, aber das wenn du Beautiful Sunday anzählst und die Band spielt dann Sunday Bloody Sunday, ja, dann ist das schon ein Unterschied. Ne? Das ist schwierig. Ja, und dann, als es dann klar war, habe ich dann angefangen, ja quasi hier Trainingslager Schlagzeug wieder einzurichten. Zur großen Freude deiner Nachbarn, glaube ich. Ne? Auch, das hat sich aber auch alles zum Glück geklärt irgendwie. Heißt aber auch, dass ich jetzt seit guten 2 Monaten ungefähr jeden Tag, ich sage jetzt mal zwischen 60 und also zwischen 1 und 2, 2,5 Stunden Schlagzeug gespielt habe. Und ruderst du noch? Genau darauf wollte ich auch hinaus. Nö. Nö, brauche ich ja nicht mehr. Nee, tatsächlich hat sich das bei mir nicht gut vertragen, irgendwie miteinander. Ach so, Grobmotorik gegen Feinmotorik, meinst du? Ich weiß es nicht. Also tatsächlich, wenn ich morgens meine 30 Minuten auf der imaginären Ems gerudert bin, auf dem Rudergerät, und danach dann nochmal so ein 1,5-stündiges Set dann durchgetrommelt habe im Studio, hat das irgendwie eher kontraproduktiv gegeneinander gewirkt. Okay. Körperlich. Wohingehend? Also körperlich oder körperlich. Dass du wirklich festgestellt hast, ich kann nicht so fein arbeiten? Nee, es geht um tatsächlich einfach Ermüdung. Mhm. Also es war einfach so
ne, so müde. So viel. Ne? Genau, ne, weil ich sag mal, Rudern ist natürlich schon sehr gesamtkörperlich, ja? Aber du hast natürlich so ein paar Hotspots, nenne ich das jetzt mal, ne? Das sind natürlich schon auch irgendwie die Hände. Der Griff, genau, die Hände. Ne? Also quasi der Griff an sich, ne? Ja. Dadurch natürlich auch so Handgelenk und so, ne? Und jetzt muss man dazu sagen, ich habe ja leider nicht so ein hochwertiges Rudergerät, also ich habe ein sehr billiges Rudergerät, was auch schon irgendwie gefühlt 714 Mal kaputt gegangen ist an irgendeiner Stelle. Und 715 Mal repariert wurde. Genau, also es funktioniert, aber es ist eben wirklich ein sehr, sehr günstiges Gerät, was auch völlig okay ist, will ich gar nicht irgendwie jetzt in den Schatten stellen, aber ich habe da auch schon gemerkt, es gibt so ein paar Punkte, die, glaube ich, für den Körper nicht unbedingt so toll sind. Ne? Also die Bereiche, gerade die Bereiche Schulter, Arm und Knie. Das hat wahrscheinlich etwas damit zu tun, wie der Widerstand da erzeugt wird. Ne? Es gibt die Dinger ja auch mit Wasserwiderstand und mit Luftwiderstand und keine Ahnung. Was. So eine Wassertrommel da dran ist, ja geschwungen. Ne? Und da habe ich auch schon 1000 Sachen zu gelesen. Ja. Das macht natürlich auch alles einen absoluten Sinn. Ja. Ne? Dass natürlich gewisse Arten von Widerstanderzeugung gesünder sind für die Gelenke oder für gewisse Stellen. Okay. Und das ist bei so einem Gerät für, weiß ich nicht, ein paar hundert Euro schwieriger, das darzustellen, vermutlich. Also ich habe einfach festgestellt, dass das sich zusammen nicht gut verträgt. Ja. Ja, und habe dann erst alterniert, sozusagen. Habe dann aber gemerkt, okay, damit ich zum einen nicht nur das Set lerne, ja, okay, das hätte ich wahrscheinlich auch in 2 Wochen hingekriegt, das Set zu lernen, oder in einer Woche, wenn es pressiert hätte dann. Ja. Aber wenn ich schlagzeugerisch wieder, wie du schön so schön gesagt hast, jetzt mal in Shape kommen möchte. Das hast du toll getrommelt im Prinzipalstudio. Danke. Ja. Dann muss ich halt irgendwie deutlich mehr trommeln. Mhm. Und da das bei mir, wie du schon gesagt hast, mit den Nachbarn so ein bisschen schwierig ist, dass ich jetzt nicht unbedingt verständlicherweise 8 Stunden am Stück oder so hier frei wirken kann, habe ich mich dann halt darauf beschränkt, okay, ich werde das Rudern erstmal auf die Seite packen und habe dann aber festgestellt, dass so 1,5-2 Stunden Schlagzeug spielen am Tag im Prinzip vergleichbar ist, oder nicht? Vermutlich, ja. Also zumindest, wenn ich jetzt mein Gewicht nehme oder auch so generell meinen Vitalitätszustand, wenn man das so nennen kann, habe ich da keine negativen, also eher positive Auswirkungen jetzt festgestellt. Aber klar, es ist halt trotzdem anstrengend und ich verstehe auch jeden Metal, Punk, was weiß ich was, Drummer, der wirklich dann in diesem Abtempo-Bereich natürlich auch 1,5-2 Stunden Rimshots irgendwie. Geht ja auch auf die Bänder wahrscheinlich auch, ne? Ja, wenn du es also mit der richtigen Technik spielst, nicht. Ja, okay. Ne, aber da musst du ja auch erstmal wieder hinkommen, ne? Das habe ich ja, das habe ich ja oft gesagt, ne? Dass du natürlich Schlagzeug spielen als solches, wie Schwimmen oder wie Fahrradfahren, nicht verlernst. Mhm. Ne? Aber es bringt dir ja auch nichts, wenn du weißt, wie du schwimmst, aber nach einer Bahn ein Sauerstoffzelt brauchst, dann hast du halt nichts davon. Das wäre dann ich, weil deswegen habe ich nie geschwommen, weil ich kann zwar schwimmen, irgendwie halbwegs, aber ich kann mich ausschließlich über Wasser halten, mehr nicht. Ja, und so ist es beim Schlagzeugspielen ja auch. Ne? Natürlich, ich habe das fast 10 Jahre hauptberuflich gemacht, aber natürlich in einem ganz anderen Bereich. Also im Orchester Schlagzeugspielen ist jetzt was anderes als volle Pulle auf die Fresse. Als 2 Stunden Rockshow irgendwie. Also ist ja auch eine Headliner-Tour dementsprechend von der Band. Ja, ne? Das heißt, habt ihr einen Support? Ja, das sind aber immer regionale Supports. Ah, okay, cool. Tatsächlich. Ja, also das war jetzt so mein Weg. Und tatsächlich war dann letzte Woche die erste und einzige Probe auch. Und da kann ich erzählen, da waren wir nämlich in einem Tonstudio in Osnabrück. Ja. Und zwar im, wenn ich dazu sagen darf, im Haus- und Hof-Tonstudio von Markus Bertram, von unserem lieben Raumakustik-Experten hier, der hier auch das alles so schön gemacht hat. Ja. Weil der Markus hat auch selber eine Band. Und die produzieren auch oder haben produziert jetzt das letzte Album im Dogma-Klang-Studio. Ist das in einem Hafen, also Dock? Oder nee, ich glaube, das kommt von Doktor, also so. Doktor Klang. Okay. Und Ma in der Mitte ist der Betreiber heißt Matze. Ah, ich glaube, vielleicht ist der Doktor Matthias von sonst wo. Das kann alles sein, das weiß ich natürlich nicht. Auf jeden Fall waren wir da zum Proben im Studio und es war sehr, sehr schön. Also ein ganz tolles Studio, hat auch alles offensichtlich Markus dort eingerichtet. Schöne Regie, ein großer Live-Raum, großer Aufnahmeraum. Pult? Nee, Pult
Doch, der hat ein Digitalpult aber da stehen. Okay. In der Regie. Ja. Ist ein Outboard. Richtig schöne, richtig, richtig tolle Regie. Noch eine, noch ein kleiner Aufnahmeraum für Vocals oder sowas. Schön. Dann hat er nochmal eine kleinere Regie. Und dann sind da noch zwei Videostudios, also zwei Videoteams irgendwie, die da auch arbeiten. Die man mieten kann oder? Also die gehören nicht dazu, das sind eigenständige Firmen irgendwie. Aber auch total spannend, schöne große Küche, da haben wir drin gestanden, Toilette, großer Außenbereich, ist in so einem Gewerbegebiet. Ne? Also für alle, die nach einem... Kann man nochmal Krach machen. Genau, für alle, die nach einem wirklich großen Tonstudio, sage ich jetzt mal à la Principal oder so halt aussuchen, ja. Also wirklich großes, klassisches Aufnahmestudio und vielleicht da aus der Nähe kommen, kann ich euch da den Matze auf jeden Fall total ans Herz legen. Der Matze ist nämlich auch bei der Tour dabei. Ach. Und zwar in ich dachte die ganze Zeit, als FOH-Mann ist er dabei. Okay. Nee, der ist als Gitarrist dabei tatsächlich. auch als Sub sozusagen am Start. Ja. Da freuen wir uns total drauf. Die Probe hat mega Spaß gemacht. Wir haben da lange getüftelt, auch am Monitoring, weil wir halt mit eigenem In-Ear-Pult sozusagen an den Start gehen da. Das sind ja alles relativ kleine Clubs, so weiß ich nicht, 200, 300, 400 oder was Clubs irgendwie. Und in ganz Frankreich verteilt. Das heißt, wir fahren teilweise innerhalb Frankreichs 700 Kilometer oder so. Wie viele Termine, in wie vielen Tagen sind das dann? Ja, gut 4 Termine. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Oh, da habt ihr aber, hast du was vor? Genau. Mittwoch ist hier, also wir fahren mittwochs auch erst los und kommen sonntags dann zurück. Wir fahren mittwochs los, spielt mittwochabends schon. Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag. Pennen, Sonntag zurück. Yes. Wann geht's in Urlaub? Also, wenn ich das richtig ausgerechnet habe, dauert die Fahrt sonntags, also zurück vom letzten Gigort bis Münster, laut Google Maps, ohne Staus und ohne größere Probleme, 10 Stunden. Ohne Pausen, ohne Tanken. Das ist so Südostfrankreich. Okay. Ich glaube, Barbares oder so heißt der Ort. Mhm. Also entspannte 10 Stunden. Sagen wir mal, so als spießige, durchschnittliche Punkband fahren wir um 10 Uhr morgens los. Hoffe ich. so, dann sind wir ohne Pausen 20 Uhr in Münster. Ich klopfe mal kurz auf Holz hier ein. Toi, toi, toi. Ich sag mal so, der Flug geht, glaube ich, montags morgens um 5. Bis dahin solltest du es geschafft haben. Das heißt, ich muss irgendwie bis Montagmorgen 3 Uhr in Düsseldorf am Flughafen sein. Das wird noch eine sportliche Angelegenheit. Da bin ich mir auch sicher. Aber im Zweifel sollen die dich in Düsseldorf einfach rauswerfen. Mach den Koffer schon mal fertig und sagst deiner Freundin irgendwie hier, bring mal mit. Ja, statt Klamotten kann ich auch einfach ein paar Becken mit dem Urlaub nehmen. Oh, why not? Ne, kann man ja auch irgendwie überziehen. Kannst du auch einen Bandbus lassen, die können sie auch in den Proberaum schmeißen. Ja. Dann holst du sie ab. Also okay, alles klar. Es ist eine spannende Zeit jetzt gerade. Und wo geht's dann hin? In den Urlaub? Ja. Ja, natürlich nach Griechenland. Natürlich, wo soll es denn sonst hingehen? Natürlich, ich das bin war ja auch eine rhetorische Frage. Ich bin ja so ein Urlaubsexperte, ja. und war natürlich schon überall auf der Welt zum Urlaub. Ich war tatsächlich schon viel auf der Welt auf der Landkarte so. Zum Musik machen eher als zum Urlaub machen. Ja. Tatsächlich fliegen wir nach Kreta. Schön. War ich noch nicht. Musst du berichten. Ich bin total gespannt. Wir haben da über Airbnb ein richtig geiles Häuschen. Ja. Direkt am Strand, mit eigenem Pool, mit Lounge und so. Richtig fette Geschichte. Angeblich macht man auf Kreta das Tzatziki ohne Gurke. Das kann ich mir nicht vorstellen, aber du musst berichten, wie das Tzatziki da schmeckt. Okay, wir sind auf der Nicht-Touristenseite der Insel. Das ist schon mal gut, denke ich. Also hoffe ich. Und die anderen beteiligten Personen an dem Urlaub, also wir fliegen zu viert, zwei Pärchen. Es gibt auch schon gefühlt 8 DIN A4 Seiten mit Dingen, die man tun kann. Essen, Trinken, Sehenswürdigkeiten, Unternehmen, weiß ich nicht. Mir wurde von einem Weingut berichtet, welches wir besichtigen müssen. Ja, diverse Tavernen, die natürlich zu erkunden sind. Und die zu deiner Freude alle einen Grill haben, und zwar einen Holzkohlegrill. Da freue ich mich drauf. Ja. Da freue ich mich wirklich drauf. Also ich habe auch keine Angst vor der griechischen Küche. Wobei ich mir habe sagen lassen, die griechische Küche in Griechenland selber hat ja relativ wenig mit den griechischen Restaurants in Deutschland zu tun. Du kannst da auch Fleisch essen, kannst auch viel Fleisch essen, aber im Kern ist das nicht so fleischhaftig wie hier. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja. Aber immer lecker. Gerade auf einer Insel, ne? Ja. Also Kreta habe ich mir von Freunden sagen lassen, ja, klar, gibt es Fleisch und so. Ja. Aber ist dann doch eher Fisch natürlich. Ne? Macht ja auch mehr Sinn. Ja, wir waren mal auf Santorini.
Und Santorini ist auch ja eher ein karges Eiland irgendwie. Mhm. Und da wächst halt relativ wenig. Und die haben auch wenig Tiere und so weiter. Und in Griechenland werden Keftedes gegessen. So Fleischbällchen sind das. Mhm. Und da auf, wie Frikas. Ja, so ungefähr. Und auf Santorini gab es aber Tomato-Keftedes. Die dann mit Tomaten, Keftedes sind, warte mal, sind das mit Fleischbällchen? Ich glaube wohl. Es gibt nämlich Kolokiso-Keftedes, die sind mit Zucchini und eben auf Santorini gab es die Tomato-Keftedes, die waren dann mit Tomaten gemacht und extrem lecker. Habe ich mich jetzt vertan mit den Keftedes? Nee, die sind normalerweise mit Fleisch, die gibt es mit Zucchini, die gibt es aber auch mit Tomaten. Ich kann dir alles erzählen. Genieß einfach die griechische Küche, der Rest wird dir gefallen irgendwie. Wenn ich nicht gerade Bällchen aus Tomaten essen muss. Ja, aber selbst mit Tomaten schmecken die sehr lecker. Ja, selbst die getrockneten Tomaten, die du mal mitgebracht hast, da aus deinem Urlaub, aus deinem Griechenland-Urlaub, habe ich ja sogar gegessen. Also da muss ja schon viel passieren. Das eigentlich ist schon eine Geschmacksexplosion. Ich freue mich da auch schon total drauf, weil ich bin ja ab Sonntag jetzt auch, und das bringt mich im Prinzip auch schon zu unserer Überleitung, wo ich jetzt schon mal anteasern kann, dass die nächste Folge in Anführungszeichen nicht ausfallen wird, aber die nächste Folge wird erst in 4 Wochen erscheinen, weil wir jetzt eine urlaubsbedingte Pause machen, die wir ja bisher noch nicht gemacht haben, also zumindest nicht die sommerbedingte Urlaubspause, sondern dass wir jetzt quasi mal ein bisschen Luft haben, bis die nächste Folge wieder erscheint, weil wir beide neue Eindrücke aus der Welt mitbringen müssen. Oh ja. Bevor wir aber dazu kommen, haben wir noch einen Song zu besprechen in unserer Rubrik Song des Monats. Genau, du hast diesmal vorbereitet. Ja, das ist ja jetzt auch schon 4 Wochen her, wo ich es angeteasert habe, welchen Song wir besprechen. Es geht ja um Eminem, genau. Lose Yourself. Ist seitdem auch in der Playlist übrigens zu finden bei Spotify, wo wir unsere Songs immer unbedingt mal auschecken. Genau, vor 2 Wochen haben wir es ja vertagt, weil wir ja die Special Prinzipal Studios Folge gemacht haben. War auch gut. Oh ja, hat auch Spaß gemacht. Aber jetzt wollen wir natürlich über Eminem sprechen. Ich habe den Song ausgewählt. Tatsächlich ist es bei mir in meinem Kontrollhören Referenzordner auch drin. Ja, okay. Ja. Zum Einhören? Ja, oder es geht da. Spülen? Ja, es geht natürlich zum einen um das Low End. Mhm. Ja, das ist schon extrem tief zum einen, ja, also natürlich haben wir heutzutage in fast jeder modernen Produktion irgendwie untenrum bis 20 Hertz mehr oder weniger wertvolle Informationen, genau. Aber das Low-End von Lose Yourself ist schon wirklich krass und wir dürfen ja auch nicht vergessen, es war 2002, 2003, glaube ich, die Ecke, ja. Anfang der 2000er, wo der Song rauskam. Und natürlich zu einer Zeit, wo alles brutal laut war auch, aber der Bassbereich ist schon wirklich geil und vor allem die Kick, wenn man sich das anschaut, das finde ich ganz faszinierend. Das schaffen nicht alle im Hip-Hop-Bereich, finde ich, gerade heutzutage nicht. Die Kick nervt weder, weil sie jetzt irgendwie wummerig und schwammig à la irgendwie 808 irgendwie bei 40 Hertz da rumwabbelt. Mhm. Oder sie nervt auch nicht bei 120 Hertz, wo es irgendwie so ein Onk-Pock-Ding irgendwie oberen Bass gibt. Onk-Pock. Ne? Irgendwie. Aus dem Fachbuch für Audiotechnik Onk-Pock. Bobcats hatte den Begriff schon geprägt. Ja, Bobcats, der berühmte Onk-Pop-Papst. Ja. Sondern diese Kick ist ja wirklich irgendwie so, ich sage jetzt mal 40 bis 200 Hertz gefühlt. Dieser ganze Frequenzbereich ist da irgendwie aufgeschwemmt durch die Kick. Und dann hat man halt immer noch tatsächlich, wenn ich das richtig gelesen habe, auch tatsächlich einen E-Bass, der da spielt. Ein echter? Genau. Okay. Ich glaube, es ist kein synthetischer Bass. Ich hätte jetzt tatsächlich vermutet, dass das einfach ein Sample von irgendeinem Song ist. Also ein Loop von irgendeinem Song. So rein vom Hören her, habe ich auch immer gedacht, ja klar, da ist ein synthetischer Bass irgendwie drunter. Ja. Ich habe heute gegoogelt noch, heute Morgen, und habe gesehen, dass der Song produziert wurde von Eminem mit 2 weiteren Produzenten. Der eine heißt sogar Bass. Jeff Bezos oder so? Ja, keine Ahnung. Gefährliches Halbwissen mit Björn unter der Überschrift, wer hat Lose Yourself produziert? Genau. Alle, die jetzt gerade hören und schnell googeln könnten, werden mich jetzt wieder berichtigen in den Kommentaren. Können Sie auf jeden Fall. Gerne.
Dann übrigens gleich auch noch einen kleinen Hinweis noch zu Korrekturen unter dem Video. Auf jeden Fall habe ich da, glaube ich, gelesen, dass tatsächlich der Bass wirklich eingespielt wurde als E-Bass. Ne? Die Gitarre und der E-Bass wurden von dem einen Produzenten da eingespielt. Okay, dann weiß ja auf jeden Fall, was er tut. Es ist schon wirklich krass, was da untenrum los ist. Und vor allem, tatsächlich weiß ich, dass es auch eine Referenz von Markus ist. Bertram. Also da sind wir wieder beim Thema Raumakustik auch und sowas, die er auch gerne. Also damit checkt er quasi das Low-End im Raum. Ja, die also weil es halt so viel Energie da ist, ne? Die natürlich auch wenig Dynamik hat, sondern die ja wirklich sehr, sehr fett da unten rum mehr oder weniger dauerhaft spielt. Da kannst du schon sehr, sehr gut nicht dann eben messen, sondern wahrnehmen, wie verhält sich denn dann wirklich Bass im Raum, ne, wahrgenommen, ne? Und das, ich erinnere mich noch dran, als wir die Amphions ja aufgestellt haben, nach dieser, habe ich jetzt ja glaube ich auch schon häufig erzählt, nach dieser Odyssee, nach stundenlang rumrücken und gucken, was ist wirklich der Sweet Spot. Ja. Und da hat Markus, glaube ich, auch als zweiten oder dritten Song, halt, glaube ich, Lose Yourself angemacht. Und das war wirklich eine Offenbarung, was den die Wahrnehmung nochmal messen kann man viel. Ja? Klar, vertraue keiner Messkurve, die du nicht selber gefälscht hast. Ja. Aber tatsächlich die Wahrnehmung des Basses hier im Raum, gerade auch mit dem Amphion-System, war bei dem Song wirklich dann ganz, ganz klar zu hören. Das ist eine ganz andere, also der Bass war vorher wie durch so ein Rohr gedrückt bei den Neumännern, die ich da hatte, bei den Subwoofern auch. Und plötzlich hast du das Gefühl, dass es irgendwie mehr Ambience hat, ja, aber trotzdem total geradlinig und genau und transparent in diesem Bereich auch stattfindet. Ne? Und was ich so faszinierend finde auch an dem Song ist halt die Message dahinter. Ja, die kommt ja aus dem Film tatsächlich, genau, der seine Geschichte beschreibt, genau, wie er da hingekommen ist und so weiter mit den ganzen Bashes oder wie diese Veranstaltung heißt, Battles, sich gegeneinander die Karten gelegt haben. Und du hörst ja im Text auch, wenn er da zum Beispiel erzählt, irgendwie, ich will nicht in diesem Trailer hier bleiben, in dem er groß geworden ist und so weiter. Die ganze Geschichte wird da wirklich fantastisch erzählt. Und das ist die Ebene, die mich übrigens toucht. Das sind also, mich holen bei dem Song drei Sachen definitiv ab. Ich bin da gar nicht so technisch in dem Fall, ne? Sondern tatsächlich erstmal diese Gitarre, dieser unfassbare Gitarrensound, der da ist, der eine Aggressivität hat, heftig, obwohl der nicht High Gain ist oder sonst was irgendwie, sondern der einfach durch diesen treibenden Rhythmus, durch das, was er spielt und so weiter, ist auch so ein bisschen wie Led Zeppelin, so erinnert so ein bisschen an dieses Thema von, also was dann damals in dem Godzilla-Song verarbeitet wurde, ne? So ein bisschen so. Dieser Sound ist ein bisschen ähnlich, ne? Aber dieses Treiben. Diesen Akzenten halt immer, ne? Ja, genau. So. Ja, ist schon geil, Das nimmt mich auf jeden Fall total mit. Dann natürlich der Style, wie Eminem Wörter miteinander verbindet und es immer wieder schafft, die Phonetik von den Wörtern so reinzukriegen, dass du den Eindruck hast, du hörst die ganze Zeit das gleiche Wort. Aber der erzählt dir einfach eine Geschichte und die Phonetik von den Wörtern, die er benutzt, ist einfach immer, das ist ja sein Style nun mal auch, ne? Den hat er nun mal begründet, ne? Der kann das schon. Der kann das schon, der hat das schon mal gemacht, ne? Ja, ja. Und was mich aber vor allem am meisten wegflasht, ist diese Dynamik in dem Song, ne? Dass einfach auf der einen Seite der Song, der ist musikalisch gar nicht so unfassbar dynamisch, dass er so steigert, aber diese Aggressivität und diese Wut, die du aus seiner Stimme hörst, genau, ne? Die er einfach nur durch die Performance da reindrückt, kriegt jetzt noch Gänsehaut, weil jedes Mal, wenn ich diesen Song höre, denke ich so, Alter, das, wir sagen es ja immer, die Magie findet vor dem Mikrofon statt. Der meint das ernst, was der da erzählt. Ja, aber das meint er wirklich. Und wir haben es original, wir haben es bei dem letzten Wochenende, wo wir mit Vincent aufgenommen haben, da hat mir Vincent übers Mikrofon, als ich die Vocals eingesungen hat er mir aufs Ohr gesagt, ich brauche mehr Konsonanten. Und ich habe ihn gar nicht verstanden, was er meinte irgendwie. Ne? Und wir haben dann habe ich nochmal eingesungen, dann war es auch okay so. Ne? Und dann haben wir hinterher noch darüber geredet und er sagte, ich sage, warum hast du denn gesagt, du brauchst mehr Konsonanten? Er sagte, hör dir mal Tracks an, die richtig, wo der Sänger voll drin ist, also volle Pulle.
der nuschelt nicht irgendwie die Wörter ineinander rein, sondern der sagt jedes Wort mit allen Buchstaben, die du hören und lesen kannst, irgendwie, die wird auch ausgesprochen. Ne? Und das ist bei Lose Yourself, das ist auch bei Killing in the Name of zum Beispiel. Stimmt, ja. Ist Rage das Against auch, the Machine. Ne? Rage Against the Machine, das ist auch wirklich, wo du wirklich so viel Konsonanten hast, dass du ganz klar diese Energie, die Aggressivität in dem Fall dann auch und die Wut auch von dem Künstler hörst. Und das sind so Dinge, die mich... diese Woche noch ein Video zugesehen, zu Rage Against the Machine, Killing in the Name of. Das ist ja tatsächlich in total vielen Ländern irgendwie auf Platz 1. Jetzt gerade oder was? Nee, als es rauskam. Ja, okay. Und irgendwas, was hat es denn krasses vertrieben? Fuck, jetzt habe ich schon wieder vergessen. Ich habe es irgendwie bei YouTube oder so gesehen. Es hat irgendwas, da war irgendwas, keine Ahnung. Es hat irgendeinen anderen Track, der eigentlich total viel kommerzieller, Mainstream-mäßiger war, vertrieben. Und dann wurden die zum BBC eingeladen für eine Live-Sendung. Ja. Aber nur mit der Prämisse, dass sie nicht fluchen dürfen, dass sie eben nicht Peep you, I won't do what you told me. Ja, genau, ne? Ja. Wobei wir dürfen das ja sagen. Ja, wir dürfen gar nicht, ja peep you, I told you. Wir dürfen ja you sagen. Ja. Und dann lief so die Sendung und dann haben sie nur so einen Ausschnitt gezeigt, ne? Irgendwie, die sind da so in ihrem Game drin, sind am Spielen irgendwie und da kommt halt diese Stelle, das ist ja relativ zum Ende des Songs dann schon. Und also sie haben das nicht so gemacht wie auf Platte, sondern 10-mal schlimmer. Natürlich, mit Ansage. Und dann wurde tatsächlich, zack, die Übertragung beendet. Echt? Ja, und diese Moderatorin oder was auch immer das war, hat dann halt so gesagt, ja, das war anders abgesprochen, aber die Band hat sich anscheinend dran gehalten, also müssen wir das an dieser Stelle leider ausblenden. Mit anderen Worten, eine riesen Marketingaktion für die Band. Ich glaube auch. Das hat wahrscheinlich die Plattenverkäufe nochmal um ein Vielfaches erhöht. Nochmal zurück zu Lose Yourself. Tatsächlich, bei aller Emotionalität, Intensität und Aggressivität. Ja. Man muss auch dazu sagen, wenn man es wirklich auch auf einer hohen Lautstärke hört, ja, ist es auch ein kleines bisschen... Aua? Bisschen. Also es ist schon in den Hochmitten krass. Ja. Ne? Also durch die Stimme. Ja, das macht aber die, eben, das bringt ja die Aggressivität und die auch Gitarre rüber, natürlich, ja, auch, genau, ne, was, ja, du schon, ja, gesagt hast. Das ist schon so dieser ganze 1-4 Kilohertz, 2-4 Kilohertz Bereich. Der ist schon heftig. Es erscheint nicht so krass, weil du eben dieses mega enorme Low-End, ja, hast. Aber das hast du ja im Handy nicht. Genau. So. Also ich tatsächlich, das wäre mal noch ein Experiment, was man mal machen könnte, wenn man das mal irgendwie über Overtones oder über ein Handy oder so hört, was dann noch übrig bleibt. So. Oder ob das dann schon, also ich denke, das ist schon mit halblautem Handy, also Lautstärke auf 50%, ja, wahrscheinlich gibt es da schon Verzerrungen, gehe ich mal von aus, auf dem Handy. Kann passieren. Nichtsdestotrotz, ein geiler Track, vor allem der inhaltlich ja auch einfach aussagt, mach dein Ding, gerade, es geht ja um die Musikszene, nutz 8 Mile, deine Chance. Mach deinen Kram, lass dich nicht von links und rechts beeinflussen, nicht jede Meinung oder jede Kritik, die von irgendwo kommt, ist gut oder berechtigt, außer die von uns beiden natürlich. Nee, also, mach dein Ding, zieh das durch und genau, der Film ist ja wirklich auch sehr autobiografisch, schönes, ja, Wort. Sehr. Genau, und zeigt ja auch, dass er es ja am Ende auch geschafft hat. Von daher ist es ein toller Song. Keine Frage, mit 5 Minuten 20 vermutlich einer der längsten Tracks, die wir in dieser Rubrik haben werden, weiß ich gar nicht. Ja, auf jeden Fall, es sei denn, wir sprechen mal irgendwann über Bohemian Rhapsody oder, ja, ähnliches. Oder irgendwelche Progressive Rock- oder Metal-Geschichten, ja, oder so. Ja, ganz genau. Genau, aber ich würde sagen, erzählst du noch, was für ein Song in 4 Wochen kommt oder machen wir da ein bisschen, halten wir da ein bisschen Spannung drauf? Nee, ich kann es schon erzählen, weil ich werde da einen aus meiner Referenzliste nehmen und zwar von Dua Lipa, Don't Start Now, haben wir noch nicht, oder Don't Stop Now, ich kann mir nie merken, wie der heißt, Don't Start oder Don't Stop Now, ich glaube Don't Start Now heißt er. Auf jeden Fall, den Song habe ich in meiner Referenzliste und merke mir einfach nicht, wie er heißt, aber der Song ist sensationell, auch im Low-End. Der Vorteil ist ja, wenn ihr jetzt nicht sicher seid, wie der heißt, guckt ihr einfach auf der Playlist, die Jonas verlinkt hat. Richtig, genau. Da ist er nämlich jetzt schon drauf. Da ist er nämlich jetzt schon drauf, während wir hier darüber reden. Wahnsinn. Wahnsinn, ne? Moderne Technik. Das ist wirklich... Zack. Fantastisch. Und während wir hier beiden reden, bin ich auch schon im Auto quasi, ja, auf dem Weg zum Flughafen. Auch schon schön. Mein Lieber, ich wünsche dir auf jeden Fall einen richtig schönen Urlaub. Ich oder dir eine richtig schöne Workation. Ja, und ich wünsche dir eine fantastische Tourwoche in Frankreich. Ich gebe alles. Als nur Drummer. Ja, ich freue mich. Verantwortlich für nichts anderes, außer für Drums. Gucken. Essen und Trinken. Ob das so bleibt. Atmen und Schlafen. Eat, Sleep, Repeat. Ne? Yes. Muss man noch Eat, Sleep, Drum, Repeat. So. Ja, okay. Und danach T-Shirt. Eine geile Zeit auf Kreta auf jeden Fall. Ja, und vielen Dank.
Wir sehen uns dann natürlich auch wieder. Genau, in 4 Wochen sehen wir uns wieder. Richtig. Im Oktober, hoffentlich Golden Oktober. Dann werden wir berichten von auf jeden Fall vielen interessanten Dingen, die wir dann hoffentlich erlebt haben. Das heißt, das wird mit Sicherheit eine tolle Folge werden. In diesem Sinne, ihr Lieben, vielen Dank fürs Einschalten. Und schaltet auch in 4 Wochen wieder ein, wenn der liebe Jonas Folgendes sagt. Ja, bezieht sich auch auf Eminem tatsächlich. Okay. Fleiß schlägt Talent, wenn Talent nicht fleißig ist. Kaum mal drauf rum. Okay. Wir sehen uns. Deep Talk. Yassas. Ja, fleißig war der Bursche wirklich, ne? Ja. Richtig. Ja, auf jeden Fall.